Es hat ja gerade noch Sturm geklingelt. Der GLS-Bote. Der hat mir was gebracht. Und zwar habe ich mir, das habe ich jetzt gerade noch schnell eingeräumt, damit ihr das fertig seht. Also ich kenne die aus der Kantine. Diese Besteck-Sortierungen. Und ich habe mir jetzt eins geholt, damit wir hier auch unser Besteck andersrum in die Schublade kriegen. Vorher hatten wir hier so ein Ding. Aber ich habe nicht mehr so viel Platz. Weil wenn wir die Küche umräumen, hier habe ich jetzt schon meine Gewürze drin. Da war vorher der Besteckkasten drin für Messer, Gabel, Löffel. Und in dem hier sind meine Messer drin. Da habe ich mir erstmal eins aus Styropor hier gebastelt. Aber da kommt auch noch eins wie das hier für die Messer. Und dann kommen die beiden hier nebeneinander, Besteck und die Messer zum Kochen und Schnibbeln und so. Und diese Sachen hier kommen dann in den anderen Schrank. Und jetzt kam das gerade schon an. Ja, ich finde es nicht schlecht. Hier an der Seite sind dann Symbole drauf, was wohin gehört. Löffel, Gabel, Messer für da. Und hier haben wir noch drei kleine Fächer. Ich muss mal gucken, ob ich die Gabeln irgendwie aufteilen, ein paar rausnehmen oder so, weil sonst flutschen die mir hinten drüber. Jetzt mal schauen. Ja. Es geht also auch in der Küche langsam, aber stetig voran. Hier war ja unser Kühlschrank drin, in dem Schrank. Hier unten ist jetzt erstmal nichts mehr drin. Und gestern habe ich dann hier noch ein Brett gekauft bei Obi. Da hängt mein Mann mir hier von unten drunter eine Schiebevorrichtung dran, wo ich meine Töpfe und Pfannen dann dran hängen kann. Das zeige ich euch dann auch noch. Das ist im Moment noch alles im Keller. Und ja, also wie gesagt, langsam, aber stetig geht es auch in der Küche voran. Ja, ich war noch nicht duschen und nichts. Ich habe mir nur schnell einen Dutt gemacht. Auch so sehe ich manchmal aus. Ja, ich habe jetzt gerade noch die Geburtstagskarte für meine Schwester fertig gemacht. Ich zeige sie euch mal. Ich drehe sie auch mal richtig rum. Also das ist das Deckblatt quasi. Und wenn man sie dann aufklappt, ta-ta-ta-ta, dann sieht man ein wunderhübsches Gewächshaus. Und ich habe natürlich auch was geschrieben. Wenn ihr das lesen wollt, macht Pause und lest. Ich halte das jetzt nicht die ganze Zeit. Und da sie sich Geld gewünscht hat, habe ich dann Geldscheine hübsch gefaltet in Origami-Style quasi. Habe ich Blätter draus gemacht und sie noch mit hier reingeklebt. Ja, es war ein bisschen Arbeit. Aber naja, jetzt wird die Karte noch gut aufbewahrt. Heute ist Mittwoch. Oh, das Licht hier ist fantastisch. Und meine Schwester hat am Sonntag Geburtstag. Ja, außer der Karte habe ich jetzt nichts gemacht heute. Weil Tiere versorgt, mit dem Hund draußen gewesen und so, klar. Aber sonst war ich heute noch nicht so produktiv. Das ist der Stand der Dinge. Weiter geht's später. Ciao! So, es ist mal wieder im Paket angekommen. Und zwar kostenlose Werbung, alles selber gekauft. Von Masco ein nass-trocken-Industriestaubsauger. Ich habe mir gedacht, wir kaufen mal was richtig Gutes. Bin ich mal gespannt. Dem nämlich unser Saugbärt jetzt langsam den Geist aufgegeben hat mit den ganzen Hundehaaren. Das hat er einfach nicht geschafft. Ist die Bürste quasi heiß gelaufen und geschmolzen an den Aufhängern rechts und links. Wir haben dann zwar eine neue Bürste gekauft, aber auch die Haltevorrichtung ist hinüber. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir uns irgendwann nochmal so einen neuen Staubsaugroboter holen, weil ich fand den eigentlich doch ganz cool. Nur wenn der Hund zweimal im Jahr Fellwechsel hat, dann ja, brauchen wir einen vernünftigen Staubsauger und auch für den Teppich im Schlafzimmer. Überall anders haben wir ja PVC. Aber der Teppich im Schlafzimmer, den hat der Saugroboter nie gut sauber gemacht. Und von daher gibt es jetzt einen neuen. Ich packe den mal mit euch aus. So, geht mal alle runter hier vom Karton. Runter.
So, in unserem Kuddelmuddel, da steht noch die Wäsche, die ich gestern aufgehangen habe. Oh. Ganz viel Styropor. Und vor allen Dingen wieder schön Karton zum Basteln. Wie ist das jetzt hier? Achso, da hängt das Rohr mit dran. Ziehen wir den trotzdem raus. Ja, weiter kriege ich den. Ah doch, wir kriegen ihn. Und zwar in Blau auf dem Bild vorne. Da ist er gelb. Da. Aber mein Mann wollte kein Minion. Deswegen habe ich den in Blau bestellt. So, und. Ajoa. Eine Stange. Darf ich das mal eben auf Seite schieben? Dankeschön. Ein Kabel. Was war der schon beim Einsatz oder was ist das hier für Kram? Styropor. Irgendwas gequetschtes Styropor. Was ist Farbe? Nee, das ist gequetschtes Styropor. Ich dachte schon, der wäre schon mal im Einsatz. Oh, der ist aber schwer. Hihi, ob ich den da rausbekomme. Da ist noch mehr Stange. Oder ist der nur festgeklemmt? Tüte weg. Styropor weg. Meine Güte. Das ist schon das Richtige für mich. Da habe ich ja schon Spaß an dem Ding, ey. Naja, ich guck mal, ob ich den jetzt hier rausbekomme. Weil leicht ist anders. Ah, das geht aber. Ach, der hing nur an einem Kartönchen fest. So, da ist nichts mehr drin. Da schmeißen wir jetzt mal eben das Verpackungsmaterial rein und gucken mal, wo der Rest ist. Weil da soll ja noch mehr dabei sein. Einmal auf. Ach, der ist schon, das ist schon da dran. Das ist der große Feinstaubfilter. Sehr schön. Boah, das ist alles arschkalt. Da ist das 3 Meter Schlauch. Finde ich total cool. Das ist der Nassfilter. Falls man Wasser aufsaugen will. Da ist noch ein Röhrchen. Die Verdienungsanleitung. Ein Staubsaugerbeutel für den normalen Hausgebrauch. Wobei wir mal gucken müssen, ob wir das überhaupt brauchen oder ob wir den auch einfach so ohne Filter benutzen. Jetzt habe ich gedacht, die Katze springt da rein. Dann der Fuß. Logischerweise hat der Staubsauger auch einen Fuß. Eine dünne Tülle für zwischen die Heizung, was bei uns wieder nicht passen wird. Weil bisher noch keine dazwischen gepasst hat. Dann das hitzebeständige Rohr für zum Beispiel Asche, die noch glimmt und heiß ist, aufzusaugen. Aber wir haben ja keinen Kamin oder sowas. Noch nicht. Vielleicht ziehen wir irgendwann mal um. Und haben also das. Und 4 Räder, die werden wir jetzt mal dran klipsen. Und dann baue ich den wieder so zusammen, dass er gleich benutzbar ist. Bis gleich. So, da steht er nun zusammengebaut. Also es ist Wahnsinn, so viel Schlauch habe ich noch an nirgends einem Staubsaugergerät gehabt. Auch damals nicht auf meinen Arbeiten. Aber gut, ja, total cool, das Ding. Und hier der coole Knopf lässt hier das Antennchen hochgehen. Und wenn man das dann runterdrückt und wieder hoch, dann wird von innen der Feinstaubfilter gereinigt. Total cool. Ja, keine Asche mit Temperaturen über 60 Grad einsaugen, steht noch da. Aber gut, wir saugen ja eh keine Asche ein. Was ich noch sehr cool finde, ist, es hat direkt eine Steckdose. Für den Fall, dass man mal eine Bohrmaschine oder sowas hier anschließen will oder die Stichsäge oder den Schwingschleifer. Und dann kann man nämlich direkt den Staubsauger, dann braucht man nicht zusätzlich noch irgendwo eine zweite Steckdose oder Verlängerungskabel oder so, sondern hat direkt hier.
Und kann das direkt mit aufsaugen, was man da so an Dreck fabriziert. Finde ich auf jeden Fall cool. Blasen kann das Ding auch, indem man den dann. Habe ich den Schlauch jetzt falsch angeschlossen? Also blasen tut er, wenn man hier oben den Schlauch anschließt, so wie ich das gerade habe. Und wenn man ihn hier dran anschließt, dann wird gesaugt. Ja, sehr cool. Also für so einen Industriestaubsauger finde ich das Ding schon sehr cool. Es war auch relativ preisgünstig. Also wir sind noch nicht im dreistelligen Bereich angekommen mit dem Ding. Und dann werden wir mal schauen, was der so kann. Die Wattzahl kann man jetzt nicht ändern. Der saugt mit einer Wattzahl durchgehend. An vielen Staubsaugern kann man die ja einstellen, die Wattzahl. Das kann man hier nicht. Nur ein- und aus. Aber das reicht mir. Solange der alle Hundehaare und alle Katzenhaare und alles aufsaugt, was hier so rumfliegt. Und die Couch kann ich damit absaugen. Bin ich schon sehr glücklich. Der Ehemann war gerade kurz hier, weil er für die Arbeit. Für die Unterlagen, für den, jetzt hätte ich fast Gerichtsvollzieher gesagt, für den Steuerberater noch was brauchte. Und dann ist er wieder rausgeflogen. Ja, wenn er nachher wiederkommt, dann isst er nur schnell was und dann hat er heute Abend voraussichtlich Fußballtraining, was mich sehr freut, dass es da wieder mal losgeht, was jetzt sehr lange, ja, einfach ausgefallen ist, weil sich niemand impfen lassen wollte und so ein PCR-Test nur fürs Fußballtraining in so einem Hobbyverein, das macht auch keiner. Von daher hoffe ich mal, dass es dann heute Abend zum Fußball für ihn geht. Und ich gehe dann heute Nachmittag noch die Runde mit dem Hund, weil mein Mann das ja dann nicht schafft. Ja, bisschen Wäsche ist noch zu machen, der normale Haushaltswahnsinnskram halt. Und das war's dann für heute. Also kochen, staubsaugen, mit dem Hund rausgehen, Wäsche. Mehr nicht. Mehr nicht. Ja, und dann steuern wir hoffentlich schnell aufs Wochenende zu, denn ich habe ja für meine Schwester schön gebastelt. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie sie drauf reagiert, ob sie sich freut. Ja, weil ich gebe mir da immer sehr viel Mühe und dann hoffe ich natürlich, dass es den Leuten auch gefällt, die ich damit beschenke. Gut, ja, dann lege ich mal los, das Chaos hier zur Beseitigung meiner Haare. Ich weiß nicht warum, aber seitdem ich eben draußen war, sind meine Haare irgendwie komisch, froddelig. Naja, gut, ich lege jetzt los. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.